Treu nach dem Motto, alle Jahre wieder, kommt nach 11 natürlich die 12. Und nach 12, wie sollte es anders sein, kommt die 13. Und hier im Karton ist die GoPro 13. Frisch bestellt, gestern bestellt, heute geliefert. Und ich finde, es ist einfach immer eine schöne Sache, das mit dir gemeinsam auszupacken, damit du dir auch schon überlegen kannst, was wir mal gemeinsam mit der GoPro 13 machen können. Also, was möchtest du darüber wissen? Möchtest du einen Vergleich sehen? Interessiert dich etwas Spezielles? Bist du zum Beispiel ein Typ für Action? Bist du ein Typ für Starlapses, Lowlight? Wofür nutzt du die GoPro? Möchtest du dir eine kaufen? Oder sagst du, hey, ich habe schon eine von den beiden, beziehungsweise vielleicht was ganz anderes. Aber ich finde, es ist höchste Zeit, die mal mit dir gemeinsam auszupacken. GoPro-typisch, das war auch, glaube ich, schon letztes Mal so, ist hier Papier drum. Finde ich eigentlich, muss ich fairerweise sagen, ganz schick, dass da nicht so viel Kunststoff ist. Das ist übrigens hier die DJI Neo. Wenn du darüber was wissen willst, sag gerne Bescheid. So, GoPro 13 Black sieht auf jeden Fall schon mal anders aus. Finde ich schon mal spannend. Freue mich da auch schon drauf. Es gibt ja so optional jetzt auch verschiedene Linsen. Die habe ich jetzt nicht bestellt, einfach weil ich das Ding pur genießen möchte. Falls du ein Typ bist, der für ja, diese Linsen oder diese Mods offen ist, dann schreib das gerne schon mal in die Kommentare. 5,3K 60 FPS klingt stark. 4K 120, okay. 2,7K 240, das klingt echt ziemlich nice. Naja, auf jeden Fall geht es jetzt hier munter weiter mit verschiedenen Highlights. Aber das Highlight steckt ja hier drin und das packe ich jetzt für dich aus. Also es ist alles Pappe. Das gefällt mir schon richtig, richtig gut. Ich mag einfach die Verpackung von GoPro. Also tatsächlich, das ist ja lustig, das ist ja spiegelverkehrt hier. Ist bestimmt, weil das innen gleich... was springt mich da an? Papier. Bunte Aufkleber von der GoPro. Nice. Your camera must be updated before you can use it. Okay, auch bekannt. Klingt jetzt alles nicht so kompliziert. Wer sich mit GoPro ein bisschen auskennt, noch mehr Papier. Noch mehr Papier und noch mehr Papier. Was ist im Lieferumfang enthalten? Ein USB-C auf USB-C-Kabel und das Coole ist, da steht GoPro drauf. Braucht man das? Nein. Will man das haben? Ich weiß es nicht. Ich finde es cool. Hier ist der Akku drin. Auch alles schick in Papier eingewickelt. Nicht Plastik. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das hier ist der GoPro-Akku. Unterscheidet sich tatsächlich schon von den bekannten GoPro-Akkus. Welch Zufall, dass ich hier einen habe. Das hier sind die alten GoPro-Akkus und das bedeutet nicht mehr kompatibel. GoPro. Das gefällt mir gar nicht. Ich bin gespannt, ob es gleich zwei verschiedene Anschlussarten gibt. Ich weiß nicht, ob du das schon sehen kannst. Das sind die alten, das sind die neuen. Finde ich schon mal schwierig. Könnte bedeuten, dass man neue Akkus kaufen muss. Okay, das ist so ein Quick Release, den kennt man ja schon. Den mag ich übrigens insofern, weil er hier so eine automatische Sicherung drin hat. Das heißt, also da können diese Flügel nicht automatisch gedrückt werden und die GoPro oder die Kamera, die du daran anschließt, kann nicht automatisch verloren gehen. Die klassische GoPro-Schraube, okay. Ja, und jetzt gucken wir nochmal, was hier drin ist. Okay, hier steht es nochmal, your camera must be updated. Ich stecke mal hier die Verpackung zur Seite, damit man auch ein bisschen die Kamera noch mehr im Bild hat. Das ist es. Und hier hinten haben wir nochmal so einen Aufkleber. Ja, und das ist die GoPro Nummer 13. Gucken wir uns gerne mal alle Kameras im direkten Vergleich an. Dafür zoome ich mal etwas näher ran. Packen wir mal die
11 daneben und rechts daneben die 12. Die Seite hier, finde ich, sieht schon fast identisch aus. Was anders aussieht, ist hier der Bereich von den Objektiven. Ist die Kamera was größer geworden? Das müssen wir gleich mal nachmessen. Auf jeden Fall obendrauf, das siehst du ja hier, die 12er hatte so Sprenkel, die 11er hatte einen roten Knopf und das ist jetzt hier ganz schlicht und schwarz. Die Seite hier sieht auch ziemlich identisch aus, sieht alles gleich aus. Und die Rückseite, ja, auch da muss ich ehrlicherweise sagen, das sieht auch ziemlich gleich aus. Gucken wir uns mal die Unterseite an und da ist schon ein Unterschied. Also ich weiß es, das hier ist jetzt magnetisch. Finde ich cool. Leider ist in dem Singleset keine Magnethalterung dabei. Natürlich, du kannst immer noch die Füßchen rausklappen, aber das hier ist jetzt genau wie bei DJI eine Schnellverbindung. Leider passt natürlich die DJI-Verbindung da nicht drauf. Das wäre natürlich cool, wenn das so universell wäre, aber klar, würde ich als Hersteller auch nicht machen. Gucken wir uns mal die Frontseite an. Das ist die Frontseite im direkten Vergleich. Ich hoffe, du kannst das... Ich schiebe es noch mal ein bisschen näher hier ran. Ich hoffe, du kannst es gut sehen. Ich schiebe mal die Sachen hier zur Seite. Und auf den ersten Blick fällt auf, das hier ist größer. Und hier sind so Kühlrippchen. Also sie haben sich tatsächlich ein bisschen von dem Gehäuse gelöst. Wenn man sich das so genau anguckt, sehen sie halt im direkten Vergleich schon anders aus. 12, 13. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, gucken wir uns die Klappe an, machen die mal auf und ich stelle mit Erschrecken fest, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, dass die Kontakte tatsächlich nur auf einer Seite sind. Das bedeutet, komplett neues Akkusystem. Gefällt mir ja ehrlich gesagt gar nicht, weil das bedeutet, du musst neue Akkus kaufen. Finde ich jetzt schon, upsi, ultra ätzend, kann ich dir gar nicht sagen. Finde ich total doof. Immer noch den USB-C-Port da, Speicherkartenslot da, alles andere ist gleich. Das mag ich schon mal gar nicht. GoPro, vielen Dank. Du machst es mir echt schwer, dich lieb zu haben. Also, Akku rein. Der geht auch echt schwer rein. Und dann wollen wir nochmal gucken, ob auf der GoPro noch Saft ist. GoPro 13. Erster Start. 13 Black. Du wirst nach der Sprache gefragt. Nein. Du wirst nach der Sprache gefragt. Dann sage ich natürlich, rechtliche Hinweise zustimmen. Eine andere Möglichkeit hast du nicht. Und natürlich, was neu ist, GPS ist wieder da. Was in der 12 weg war und in der 11 da war, ist natürlich jetzt auch wieder da. Natürlich sagen wir, GPS möchten wir. Sprachsteuerung möchte ich nicht. SD-Kartencheck. Okay, haben wir nicht. Akku-Check, 20% Akkuladung oder 10% bei Anschluss an Stromnetz. Ja, dann wollen wir ja mal nicht so knieprig sein und spendieren der GoPro 13 auch mal ein bisschen Strom. Ja, Speicherkarte, komm. Nehmen wir die Speicherkarte aus der 11 raus und packen die in die 13er rein. Gucken, ob das auch noch gleich ist. Oder ob die Orientierung der Speicherkarte andersrum geworden ist. Nein, Speicherkarte ist gleich. Okay, und was wird gefragt? Du musst natürlich die GoPro Quick App nutzen. Klar, habe ich die auch am Start. Quick. Sehr wahrscheinlich musst du deine GoPro aktivieren. Und wie es da stand, natürlich auch aktualisieren. So, GoPro 12. Dann gucken wir mal hier. 11.
Da oben steht GoPro hinzufügen. Wir haben eine GoPro gefunden. Kamera verbinden. Möchtest du koppeln? Kommt hier die Kopplungsanfrage, pass auf. Oder das wird direkt gekoppelt, das schauen wir mal. Also wie gesagt, das ist hier alles in echt und in ehrlich. Habe ich vorher noch nie gemacht. Ich bin einfach sehr gespannt mit dir, das Ding hier auch einzurichten. Kamera ist gekoppelt. Kamera Namen geben, ja, die bleibt immer GoPro 13. Ich finde es einfach einfacher, weil ich ja immer nur eine von den Kameras habe. Hol dir jetzt die neuesten Funktionen und Verbesserungen. Du benötigst 5 bis 10 Minuten und eine Internetverbindung. Verbindung zum Kamera-WLAN wird hergestellt und dann kann man sehr wahrscheinlich gleich das Update, also das Firmware-Update herunterladen. Da steht es, ich gehe auch nochmal näher ran. Im Firmware-Update sind enthalten 5,3K 60 FPS. Das ist jetzt noch nichts Besonderes. Da stand ja auch alles auf der Verpackung drauf. Achtfacher Slow-Mo, Serienfotos, HLG, HDR-Videos. Ja, das konnte die schon immer gut. Freue ich mich einfach drauf. 27 Megapixel-Fotos und noch eine Menge mehr, was du da siehst. Finde ich gut, sagen wir schön und lade es mal runter. Es gab ein Problem. Halte die Mode-Taste an der Seite in der GoPro 20 Sekunden lang gedrückt und dann lass sie wieder los. Und wir sagen einfach nochmal versuchen. Okay. Das ist übrigens ein echter GoPro. Nervig hoch 1000. Jetzt funktioniert's. Damit meinem iPhone auch nicht der Saft ausgeht, ist Strom dran. Und wie lange so ein Update dauert, das weiß man nicht. Klar, beides ist jetzt hier mit Strom versorgt, kann jetzt nicht so lange dauern. Ich gehe mir was zu trinken holen. Eine kleine Ewigkeit später. So, das Update ist abgeschlossen. Ja, und dann würde ich sagen, hast du jetzt die Zeit einfach hoffentlich genutzt, um schon mal in die Kommentare zu schreiben, was du zur GoPro 13 sehen möchtest. Selbstverständlich werde ich dir alles hier zeigen rund um die GoPro. Und das allererste, was ich hier mache, ist dieses fürchterliche Musikding hier auszuschalten. Ich hasse dieses Düdüdüd. Ganz ehrlich, jetzt kommst du. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass mir ein Like. Wenn es dir nicht gefallen hat, 2 Likes, Lob, Kritik, Anregungen. Welche GoPro nutzt du? Oder nutzt du eine ganz andere Kamera? Schreib das bitte in die Kommentare. Schenk mir ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich schon aufs nächste Video und stay tuned.